Zum ersten Mal seit langem mal wieder ein COC-Video. So Leute, es ist jetzt eine Weile her, dass ich das letzte Mal Clash of Clans gespielt habe. Wie ihr seht, hat sich einiges verändert. Zum Beispiel bin ich jetzt inzwischen Arthaus 10. Oh, ganz neu. Ja, und fürchterlich unterlevelt von den Mauern her. Na, das war ich sowieso schon immer. Na gut, Leute. War wie gesagt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal Clash of Clans gespielt habe. Das lag daran, dass ich einfach, also nicht gespielt, sondern aufgenommen habe. Das lag daran, dass ich keine Lust drauf hatte. Aber dieser CW war jetzt einfach so special und super für mich, dass ich das machen musste. Also, sieht gerade noch nach Win aus. Ja, in der zweiten Welt der Gegner, weil die haben noch nicht alle Angriffe aufgebraucht. Das werden die wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Stunden tun und uns niedermetzeln. Ja, werden die ihren Krieg vollenden. Ihre Metzelei, weil, ja, na, sieht nicht gut aus. Aber, egal ob gewonnen oder verloren, diese CW hier ist für mich sowieso einfach nur super, weil, gucken wir uns das an. Zunächst mal ist der Tim wieder da, der uns irgendwann mal damals verlassen hat für einen anderen Clan. Jo, ist jetzt wieder da, der gute Boy, der Adventure-Sucher. So, mal gucken. Genau, der Manny hat seit einem halben Jahr oder seit einem Dreivierteljahr sein Comeback wieder gefeiert. Und gerade hat noch wer mit, wer ist es nochmal genau, mit einem Queen Walk angegriffen, was das erste Mal war, dass bei uns jemand im CW gemacht hat. Weil er ja keinen Freestar da hat, da, das kam wieder auf die 99%. Was es umso geiler macht, meiner Meinung nach. So, war dann gab's noch was. Genau, und der Nelson, der Mr. No Name, der uns hier für kurze Zeit verlassen hat, der ist ja da. So, dann. Ah ja, und wir haben ein paar neue Member hier. Zum Beispiel der Array, der ist jetzt neu da, der gute Junge. Der Doodle, das war der Typ, der den Angriff mit Greenwalk gemacht hatte. Ja, Graft, der ist auch da. Und nervt die ganze Zeit Meldest darum. Und Nelson ist auch da. Also dann, Leute, gucken wir uns mal an, was das so abgegangen ist. Also, dann hier Argon1 Alex, wurde vom Tim angegriffen, der ist etwas über mir. So, dann gucken wir uns mal den Angriff an. Ich hab selbstgemachte Musik hier im Hintergrund eingespielt. Ich möchte mal etwas ausprobieren und so ein Zeug. Mag ich. So. Oh, der Ding freut mich, ich bin so neidisch auf ihn. Jetzt schon seit mehreren Tagen mit dem Gedanken einfach auf, auch auf Rathaus 11 zu waschen, einfach nur mit den Worten zu holen. Und der Tim, der ist ja noch von dem allgemeinen Niveau her, von seinen Truppen und seinen Gebäuden hinter mir und kommt klar, deshalb. Na, warum nicht? Kann ich euch sagen. Nee, kann ich nicht. Das ist das Traurige daran. So, gehen wir jetzt mal lieber zum nächsten Typen. Lecheran. Darauf kommt er. So. Oh. Oh. Gott! Da hat er sogar noch den Golem dabei gehabt und ihn direkt in den Inferno reingeschossen. Krass. So. Wie der Angriff erst jetzt anfällt, mir sogar auch. Das ist das erste Mal, ich weiß, wie sie. Wie gesehen habt, hat sich jetzt allgemein auch etwas hier an meinem Account verändert. Hat mich etwas von den Gameplays wegbewegt, ist mir so aufgefallen. Na gut, passt nur auf, sobald die Nintendo Switch rauskommt, dann geht's wieder los. Aber bis dahin werde ich lieber noch an meinem Buch weiterschreiben und ein bisschen Musik machen und so weiter halt. Ich fand die Idee, einfach mal Musik für ein Buch zu machen, Soundtrack, fand ich interessant. Weil das hat irgendwie bisher so noch niemand gemacht. Der Soundtrack kam erst dann, sobald das Buch verfilmt wurde. Der Soundtrack war in dem Fall dann meistens auch scheiße. Deshalb, jo, ist mal was Neues. Ich möchte mal wissen, ob das so irgendwie, ob es überhaupt so Sinn macht, einen Soundtrack für ein Buch zu haben. Ob da jemand wirklich noch neben dem Lesen YouTube offen hat und sich dann auch so zu den einzelnen Szenen Musik anhört, die er findet, die dazu passt. Weil es wird ja da bei der Musik auch nicht angegeben, wessen Musik das ist und wohin das kommt, sondern das kann sich der Leser selbst aussuchen. Also klar, von mir gibt es da keine noch so ein paar Vorgaben, aber ich werde nicht dazu geben. Die kennen Vorgaben, Alter. Die kennen nur ich, die Beta-Leser. So sieht das aus. So, da hat der Ari noch hier angegriffen. Boah, ich finde den Ari einfach so nice. So, hat auch ein etwas höheres Niveau als die meisten anderen Leute im Clan. Liegt auch daran, dass der auch etwas älter ist. Aber der hat sich hier gut eingefunden. Und er wird nicht von den ganzen Leuten hier genervt. So, hier kann man Angriff auf den paar 5 Leute. So,
Das coolste. Ach ja, da habe ich es noch geschafft mal wieder. Ich krieg's die letzten 5 CWs am Handy nicht hin, die Magier zu treffen. Ich drück die ganze Zeit auf die Valkyren. Jedenfalls, das Beste am Ari ist sowieso noch sein Name, wie er tatsächlich auch im Real Life Ari heißt. Naja, die Türken haben schon coole Namen. So, da Erdogan, Ari, Donald Trump. Die Türken sind schon coole Leute. So, und da kommt der Angriff vom Shoguns. Oh yeah. Das ist in letzter Zeit einfach nur cool. Ah ja, und der Jones ist auch wieder da, der war auch weg. Ja, also dafür, die Leute wissen wollen, was sie verpasst haben, die CM hatte irgendwie noch ein Comeback gemacht, hat mir den halben Clan zerfetzt, ist dann hat sich dann wieder in sich aufgelöst, so praktisch wie immer, wenn die ein Comeback gemacht hatte. Und dann habe ich mit der Zeit wieder die Leute wiederbekommen. Naja. Aber was der Knuse sich da teilweise erlaubt hat, war wirklich verzeihlich. Na, ich will jetzt nicht gegen Knuse haten, der ist ein cooler Typ, aber na, als Anführer eignet er sich leider nicht so gut, der hat nicht genug Durchhaltevermögen. So. Na, wie gesagt, ich habe nichts gegen ihn. Aber wenn man schon Anführer ist und so viele Leute anzieht, dann sollte man für die Leute auch was tun und sich nicht nach jedem zweiten Rückschlag und bei jedem verlorenen CW zurückziehen. Wir uns nach jedem verloren und sind wir zurückgezogen. Na, wir haben das Verlieren so uminterpretiert, dass es zum Sieg wurde. Und das ist auch so, wie man einen Verlust sehen muss. Ja. So, da hatte der Array hier. Ah ja, genau, das war noch der Angriff, wovor noch jemand den Queenwalk benutzt hat, der Doodle. Das muss ich euch nachher noch zeigen. So, denn das war das erste Mal, dass er irgendjemand in irgendeinem CV in unserem Clan den Queenwalk verwendet hat. Ich habe das so gefeiert, auch wenn es nur 99% wurden. In Anführungszeichen, dass es nur 99% waren und ein Schuss vom Magier gefehlt hatte, um es zu den 100 werden zu lassen, das hat den Angriff meiner Meinung nach noch würziger werden gelassen. So. Dann, Mannys Angriff auf die Nummer 8. Jetzt wird's geil, Leute. Jetzt wird's geil. Weil, ja. Das ist das erste Mal seit einem Dreivierteljahr, dass der Manny wieder angegriffen hatte. Und der geile Samtsack, der hat natürlich direkt hat er einen Tree-Star genäht bei einer Person, die auf seinem Verteidigungsniveau war. Naja, ich mag ihn. Jetzt macht mich einfach so glücklich, dass diese ganzen winteraktiven Leute jetzt wiederkommen, die im Sommer ihren Sommerschlaf halten. Jo, die Tactical-Army lebt jetzt wieder. Bis zum Januar, sobald der Winter endet. Dann heißt es wieder ein Dreivierteljahr warten. Weil, es interessiert mich nicht. So, weil das ist erst in... Oh, scheiße, ist ja schon 2 Monaten. Na gut, egal. So, hier hat der Nelson, der Nelsileinchen, der Mr. No Name, hier noch mit seinem zweiten oder dritten, ich weiß nicht, Account hier angegriffen. Oh! Ja. Nelson halt. Besserer Stratege als ich, außer es geht um Pokémon. Hat große Zukunft vor sich. Ich glaube, sobald ich erstmal Bundeskanzler bin, werde ich ihn zu meinem neuen Verteidigungsminister machen. Von der Leyen? Naja, so geht das nicht. So. Ist von der Leyen überhaupt Verteidigungsminister? Ich weiß gerade nicht auswendig. Scheiße. So. Na naja, gut, in meinen Fanfictions ist die Verteidigungsministerin. Falls die es so nicht ist. So. No Name noch auf Nebby. Ah! Nebby! Haha! Geil. Direkt nach Solar Galileo benannt. Boah. Das ganze Pokémon, ich liebe das. Weil es überhaupt davon kam. Nummer 10. War schon irgendwie bevor es cool war. So. Und jetzt kommen wir zum Finale des CWs. Oh yes. So, mein Team hier, Doodle. Da Wiederholung auf Nummer. Ja, Wiederholung Nummer 2. Oh yes! So Leute, um diesen Angriff werden wir uns jetzt ein Einzelheiten verschlingen. Ja, es scheiterte wirklich an den 2 Sekunden, Leute, also was soll ich dazu noch sagen? Ja gut, die 2 Sekunden, die dadurch verloren gingen, dass er es hier leider nicht mal geschafft hat, rechtzeitig die Queen zu zünden. Ansonsten wären die 2 Sekunden noch da gewesen, aber ich habe den Angriff trotzdem gefeiert, das war einfach geil. Das war
Ich habe da vorhin, als ich das erste Mal in einem CV in unserem Clan einen Queen Walk gesehen habe, bin ich fast einen Orgasmus bekommen, weil es wirklich, das war einfach so wunderschön. Ich war da so geheim, ich muss da gucken, ob ich hier noch die Chat-Einträge finde. Da genau, hier. Also, ich starbe mal. So, also hier, jetzt kommen meine berühmten Dubs, die ihr schon gesehen habt. So. Bitte, will jetzt angreifen. Danke. War noch eine spannende Frage. Todi, ich hab's dir 7! Warte. Vorgehen, falls du packst 7. Hoffe. Wenn ich auch, no problem. Wenn nicht, dann macht Eri die. Gib dein Bestes, dann hast du auch gewonnen, wenn du nichts hinkriegst. Nice, endlich einer, der meine Taktik macht. Außer Greenwalk. Nice. Ja. Erstes Mal, dass wer Greenwalk macht. Der Bäcker. Der Greenwalk war so nice. Ja. Dougal, liebe dich. Ich dich noch mehr. Sehr gut, Dougal, ich bin mega stolz auf dich. Was? Awesome. Mann. So ein Angriff. Bring das jetzt zum Pumpen. Nice Show. Naja, egal. So und so weiter halt. So. Wunderschöner Dub, oder? Ich weiß. Na gut. Fuck. Naja. Das kann man auch nur machen, wenn man nicht ist. Also Leute, bis zum nächsten CW oder bis zum nächsten Dub oder was auch immer. Also heute kommt auf jeden Fall noch ein Dub. Diese ganzen Anteil-Dubs, vor allem das Vertonen von Senses Stimme, das genieße ich in letzter Zeit absolut. Wieder.